Also ich freue mich sehr, dass es Fridays for Future gibt. Ältere ökologische Linke wie ich haben da ewig drauf gewartet. Und was die zeigen ist, und das ist auch mein Buchtitel Haltung und Widerstand, es gibt eine Menge Diskussionen, die geführt werden müssen. Also die reine Orientierung hin auf CO2 und Bepreisung und Konsum wird scheitern. Man muss auch hin und die Produktionsverhältnisse kritisieren und schauen, was die Industrie an Emissionen rauslässt und dass man daran geht. Was gesellschaftlich laufen muss, ist eine sehr offene Diskussion darüber, über alle gesellschaftlichen Bereiche. Welche Bereiche der Industrie tragen dazu bei, dass die Umwelt, Wasser und Luft, also Klima, am Ende vergiftet werden und so schädlich gemacht werden, dass Menschen auf dieser Erde irgendwann nicht mehr gesund leben können. Es ist ja schon fast komisch, dass eine junge Frau wie Greta Thunberg mit 16 Jahren nötig war, damit auch deutsche Medien endlich kapieren, dass es nicht irgendeinen Klimawandel und ein bisschen Erhitzung gibt, sondern dass es so substanziell ist, dass es die Existenz der Menschen eben nicht nur in Deutschland, sondern auf der Welt bedroht. Dass das nötig war, ist schon, wird man vielleicht in 10 Jahren als eine Skurrilität der Geschichte des Bewusstseins von Journalisten wahrnehmen. Das könnte man dann mal diskutieren. Ja, die Medien gibt es als solche nicht, aber es gibt einen großen Mainstream, der jetzt sagt, ja, ist ein echtes Problem und Bilder veröffentlicht von brennenden Wäldern in Brasilien. Was aber nicht veröffentlicht wird, ist, ich kenne keine Bilder von Chemiebetrieben, von Autokonzernen, von Waffenkonzernen, von großen landwirtschaftlichen Betrieben, die gezeigt werden und wo dann sehr sorgfältig, erklärend und informativ gesagt wird, das tragen die alles bei. Die Diskussion driftet im Moment vollkommen ab in den Medien und sehr stark auch gesteuert Richtung, ihr müsst alle privat was tun, ihr müsst bei euch selbst. Also diese esoterische Nummer, wenn du eine Plastiktüte ersetzt und das und jenes. Aber bitte sprich nicht über die großen ökonomischen Fragen. Da sollen die Leute alle abgelenkt werden und sie... Das ist das, was die Medien, die so tun, als würden sie das Thema begreifen, tatsächlich falsch machen. Und dann gibt es natürlich noch diese irre Fraktion der Klimaleugner, aber die sind so unbedeutend für mich oder so wenig diskussionswürdig wie irgendwelche Nazis.